Ja, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Thema heute, der Wert einer Schallplatte laut Discogs und warum ich mich persönlich damit richtig schwer tue. Viel Spaß! Ja, zu Discogs und für die, die Discogs vielleicht gar nicht kennen. Also Discogs ist sowas wie die weltweit größte Datenbank für Tonträger. Also das beinhaltet nicht nur Schallplatten, sondern auch CDs, Blu-rays, Kassetten etc. Das ist wirklich ein mega umfassendes Archiv. Laut Discogs aktuell über 15 Millionen Releases von 8 Millionen Künstlern. Das ist natürlich Wahnsinn und muss ich sagen, das ist sehr positiv, was ich an Discogs finde. Es ist praktisch ein Archiv, in dem du wirklich jede Platte deiner Sammlung findest, archivieren kannst und wenn sie nicht vorhanden sein sollte, trägst du sie halt selber ein. Also dieses System lebt von der Schwarmintelligenz. Du kannst bei Discogs Platten an- und verkaufen. Dafür nutze ich es auch hauptsächlich, eigentlich nur für den Ankauf von Platten. Ja, da muss ich erstmal eine Lanze über Discogs brechen. Das ist wirklich super. Was mich extrem stört, und das eigentlich schon seit Jahren, ist diese pauschale Aussage, ich orientiere mich bei meiner Preisfindung am mittleren Wert von Discogs. Ja, das ist einfach so dahingesagt, ist aber wirklich in aller Munde. Ob du auf den Flohmarkt gehst, einen Plattenmarkt, selbst im Vinylbus wurde mir das erzählt und ich lese es ganz häufig in Facebook-Gruppen, selbst auf YouTube. Und ich möchte einfach mal anhand eines praktischen Beispiels auf dieses Thema der mittlere Wert eingehen. So, der mittlere Wert, das gilt natürlich nicht nur für Schallplatten, aber ich habe mir gedacht, ich nehme einfach mal Platten aus meiner Sammlung, um euch das mal so ein bisschen zu versinnbildlichen. Und zwar habe ich da mal rein nach dem Zufallsprinzip diese Platte von 21 Pilots ausgesucht. Wir tun jetzt einfach mal so, als wäre diese Platte bei Discogs noch gar nicht im Archiv. Du siehst, diese Platte ist noch original versiegelt. Wir gehen davon aus, dass auch das Innenleben okay ist, also laut Goldmine Grading Standard ist diese Platte Mint vom Cover her und von der Platte. Und ich habe der Platte einfach mal einen fiktiven Preis von 30 Euro gegeben. Brauchst du dir nicht merken, da gibt es gleich noch ein bisschen mehr zu. So, dann habe ich die Platte noch ein zweites Mal. Die ist von mir einmal abgespielt worden, ist dann in der Schutzhülle gelandet, wie es so üblich ist. Also einmal gespielt. Sagen wir mal, ich würde sie jetzt, wenn ich sie verkaufen wollen würde, im Zustand Near Mint anbieten, wenn ich damit pfleglich umgegangen bin, Cover und Platte Near Mint. Und ich sag mal rein fiktiv, diese Platte kostet 20 Euro oder ist für 20 Euro über Discogs verkauft worden. Und dann kommen wir zu einem negativen Beispiel. Dieses Cover, das habe ich übrigens extra für diesen Beitrag besorgt. Ja, das Cover hat hier wohl so einen Wasserschaden erlitten, ist also total aufgewellt, hat hier oben auch so eine Art Eselsohr. Die Original-Innenhülle fehlt, die ist ebenfalls dem Wasser zum Opfer gefallen. Ein paar Oberflächenkratzer, auch etwas tiefere. Ich sag mal, mit gutem Gewissen oder ja, sagen wir mal für 10 Euro würde ich sie vielleicht auf irgendeinem Plattenmarkt noch mitnehmen. So, wir haben also jetzt dreimal eine identische Platte in unterschiedlichen Zuständen. Das ist natürlich sehr wichtig, egal welchen Wert wir ermitteln, ob es für eine Platte oder für einen Kühlschrank ist. Was ist denn jetzt der mittlere Wert? Das ist eigentlich natürlich total einfach. Das ist ein Mathe-Grundkurs. So, dann guckt ihr das mal an. Also drei Platten mit einem Wert von 30, 20 und 10 Euro macht in Summe 60 Euro geteilt durch 3. Heißt, der mittlere Wert dieser Platte, die ich euch jetzt gezeigt habe, beträgt angeblich 20 Euro. Jetzt werden natürlich die ersten von euch, die so ein bisschen Mathe-affin sind, sagen, ja halt, stopp, klar, sind ja nur drei Platten, drei unterschiedliche Werte, was wäre denn wann, wenn dann? Genau, habe ich mir auch mal angeguckt. Jetzt gehen wir mal von dem Rechenbeispiel aus. 5-mal Mint, 3-mal Near Mint, 1-mal schlechter Zustand. Und ihr seht, dieser Wert, dieser sogenannte mittlere Wert, ändert sich. Der ist logischerweise abhängig von der Anzahl der Verkäufe zu unterschiedlichen Preisen. Jetzt kann man natürlich sagen, ob die Platte jetzt 20 oder 25 Euro wert ist, ist doch eigentlich völlig egal. Klar, im niederpreisigen Segment völlig uninteressant oder auch wenn ich nur, keine Ahnung, 20 Platten besitze. Aber was ist mit Leuten, die Tausende von Platten besitzen und pro Platte hätte ich ein Delta von 5 Euro? Das macht natürlich einen riesigen Unterschied vom Wert der Sammlung her aus. Das ist der eine Punkt.
Der andere Punkt, den ich noch viel wichtiger finde, ist, ich mische hier eine Platte in unterschiedlichen Zustand und ermittle daraus einen mittleren Wert. Das passt doch nicht. Jetzt überleg mal, du gehst zum Autohändler um die Ecke, siehst da einen Wagen stehen und sagst zu dem Autohändler, Mensch, da steht ein Jahreswagen, 10.000 Kilometer, in dem Zustand, wie ich mir den vorstelle, was willst du für die Karre haben? Und der sagt dir, ju, pass auf, letzte Woche genau so ein Auto mit der Kilometerleistung in der Ausstattung habe ich verkauft für 30.000 und tatsächlich das gleiche Auto, selbe Ausstattung als Neuwagen für 50.000. Nehmen wir doch einfach die Mitte und sagen, komm, der Wagen kostet 40.000. Macht doch überhaupt keinen Sinn. Man kann doch nicht Zustände vermischen. Das heißt, wenn ich meine Platte bewerte, kann ich nicht banal sagen, ich nehme den mittleren Wert. Entweder liegst du einfach zu niedrig, weil du eine MINT-Platte hast, oder du liegst zu hoch, weil du einfach eine schlechte Platte hast. Das heißt, du musst dir schon explizit auch die Verläufe der Verkäufe angucken. Da gehen wir an mein Notebook, gucken uns das zusammen an. Aber wie gesagt, bitte, der mittlere Wert, der ist nicht so banal, wie er klingt. Ja, was mich noch stört, beziehungsweise was mir extrem aufgefallen ist, weil es aber auch sein kann, dass ich doch einen großen Teil meiner Platten signiert ist. So, da haben wir bei Discogs auch ein Problem. Ich nehme jetzt mal als Beispiel hier die Scheibe von Robbie Williams, die letztes Jahr erschienen ist, wo er seine besten Hits nochmal mit zum Orchester gemixt hat. Spielt auch eigentlich keine Rolle. Das ist die normale schwarze Vinyl. Ich nehme jetzt tatsächlich mal den mittleren Wert von Discogs. Der liegt irgendwo so bei 35 Euro, liegt aber auch daran, die Platte ist nur in Mint verkauft worden. Das heißt, die Preise, die da sind, beziehen sich immer auf dieselbe Version. So, schwarzes Vinyl, 35 Euro, einfach mal merken. Was macht Discogs jetzt nicht? Discogs sagt, diese Platte hat ebenfalls einen Wert von 35 Euro, weil man bei Discogs nicht explizit eine signierte Platte erfassen kann. Das hat natürlich eine gewisse Logik. Diese beiden Platten sind wirklich identisch, das sind Zwillinge. Beides mal schwarzes Vinyl, selbe EAN-Nummer, selbe Matrix-Nummer. Klar, wenn man die jetzt nochmal nur wegen der Signatur separat anlegen würde, hätte man zwei identische Platten. Aber, wie gesagt, diese Platte taucht in der Verkaufsstatistik bei Discogs aktuell noch nicht auf. Heißt aber, da die bei eBay irgendwo zwischen 100 bis 130 Euro weggeht, würde im Falle eines Verkaufes bei Discogs der Wert der unsignierten Platte automatisch mitsteigen. Klar, weil Discogs nicht zwischen signiert und unsigniert entscheidet. Punkt 1. Dann, was wissen wir auch nicht? Wissen wir, ob der Verkäufer den Wert oder nicht den Wert, den Zustand seiner Platte eigentlich richtig beurteilt? Ich habe schon Anzeigen gesehen, da wurde eine Platte, da stand dann, ja, habe ich 4-5 Mal abgespielt, ich würde den Zustand als MINT bezeichnen. Kann man sich drüber streiten. Schon beim Rausziehen der Platte aus der Innenhülle, wenn die relativ starr ist, können erste Oberflächenkratzer entstehen. Ich würde die Platte dann zum Beispiel maximal als Near-MINT angeben. Heißt also, wie gut hat wirklich der Käufer oder Verkäufer seine Platte beschrieben? Entspricht das wirklich der Realität? Und dann kommt noch hinzu, hat er denn auch die richtige Version genommen? Heißt, hat er wirklich genau hingeguckt, ist das wirklich die First Press, die er da verkauft, oder ist es einfach eine Reissue? Auch da geschehen natürlich schnell mal Fehler, die sich auf den Verkaufspreis auswirken und natürlich auch auf den Wert einer Platte. Ja, ein weiterer Faktor, der mir aufgefallen ist, ist auch, ich sag mal, die Beliebtheit, der Hype oder auch Unbeliebtheit eines Künstlers, der den Wert einer Platte wirklich extrem beeinflussen kann. Da habe ich hier mal das Album von Finn Kliman rausgesucht mit dem Titel Nie. Finn Kliman ist eigentlich eher den Jüngeren unter euch wahrscheinlich bekannt, Influencer, Sänger, kreativer Kopf, der irgendwo auch so eine Farm oder, keine Ahnung, Ranch gegründet oder geöffnet hat, wo sich Leute kreativ auslassen können. Und dieses Album ist wirklich bis vor 1,5 Jahren richtig steil abgegangen, was den Preis betrifft. Ich habe jetzt wirklich tatsächlich mal die Discogs-Preise genommen. Du siehst, dass wir da in Spitzenzeiten Preise für diese Platte von 480 Euro erzielt haben. Ja, und dann hat der Finn Kliman während der Corona-Pandemie sagen wir mal, eine unglückliche Figur gemacht. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen.
Google einfach und mach dich schlau. Und für die Platte, jetzt im Moment, wenn du Glück hast, bekommst du noch 100, 120 Euro. Heißt also hier 480 Euro, die dir vielleicht in deiner Wertstatistik bei Discogs angezeigt werden. Nein, völlig unrealistisch zurzeit und die wirst du vermutlich auch mit dieser Platte und dem Künstler nicht mehr erreichen. So, letzter Punkt, damit es auch nicht zu lang wird. Du kannst natürlich Werte ermitteln, bis der Arzt kommt, keine Frage. Du musst aber natürlich auch trotzdem gucken, was ist aktuell auf dem Markt im Angebot. Also selbst wenn du sagst, Mensch, die Platte hat jetzt einen statistischen Wert oder den habe ich ermittelt von 250, wenn es einen Anbieter für 100 bei eBay, Discogs oder wo auch immer gibt, wirst du vermutlich gerade zu dem Zeitpunkt dann auch nicht mehr dafür bekommen. Ja, das war jetzt einmal so bezogen auf den mittleren EK und jetzt gehen wir mal speziell noch auf einen anderen Punkt ein nach einer kurzen Pause. Und zwar geht es dann darum, um meinen Beitrag meiner 10 wertvollsten Platten und ich sag mal die Kommentare, die ich dazu erhalten habe. Bis gleich. Ja, ich musste mal kurz umbauen, wie ihr seht. Weiter geht's. Also, wie gesagt, ich habe ja einen Beitrag gemacht, der da hieß, die 10 wertvollsten Schallplatten meiner Sammlung. Hab dort auch explizit erwähnt, Achtung, ich beziehe mich nicht nur auf Discogs, sondern nehme auch noch Popsite mit rein, eBay und so weiter. Dazu gab es Kommentare, dafür erstmal vielen Dank. Also Kommentare sind immer hilfreich und eine Diskussion finde ich immer toll. In dem Zusammenhang habe ich wirklich auch einige Kommentare, die gesagt haben, hör mal, sag mal, wie kommst du denn auf die Preise? Die sind ja völlig falsch. Ich habe bei Discogs nachgeguckt, da liegst du völlig daneben. Ich habe dreimal rausgepickt und das ist zum einen die Hosenbox. Die habe ich persönlich taxiert auf einen Wert von 2.500 Euro. Dann von Necronomicon die Tipps zum Selbstmord. Da habe ich gesagt, hey, ich tippe mal so oder habe mal nachgeguckt und vermute, die liegt so um die 1,5. Und auch noch ein drittes Beispiel, das ist die Lea mit ihrem Album Zwischen meinen Zeilen signiert, wo ich gesagt habe, okay, aktuell würde ich die mal so auf 300 Euro roundabout, würde ich den Marktwert mal schätzen. Ich möchte das mal wirklich ein bisschen zerlegen und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal an mein Notebook und da gucken wir uns dann mal diese drei Exemplare sowohl bei Discogs als auch bei Popsite zusammen an. Ja, fangen wir mal mit der Platte von Lea an, wo ich gesagt habe, okay, ich taxiere den Wert aktuell mal so auf 300 Euro. Wie gesagt, eine signierte Version und du siehst schon, die Platte so wird erwähnt, aber das Thema Signatur fällt hier mal wieder unter den Tisch. Der maximale Wert, und da gebe ich demjenigen, der sich da in dem Kommentar geäußert hat, liegt hier tatsächlich bei Discogs, der jemals erzielt wurde, bei 200 Euro in einem Near-Mint-Zustand. Ansonsten, ja, bewegt sich die Platte, das siehst du auch hier ungefähr, so im Schnitt um die 120, 150 Euro irgendwo dazwischen. Wie gesagt, das ist das, was die Historie bei Discogs hergibt. Jetzt gucken wir uns das Ganze auch nochmal bei Popsite an und die Leute, die Popsite nicht kennen. Popsite.com macht im Prinzip nichts anderes als Verkäufe bei eBay zu archivieren und zwar über einen Zeitraum X, den ich noch nicht rausbekommen habe, also schon über mehrere Jahre. Das heißt, du erhältst auf einen Blick eine Übersicht über die gewünschte Platte und wir kommen zurück zum Thema, zur Lea und dann siehst du hier, ja, bei eBay wurden andere Werte erzielt, also 2,99 für eine unsignierte, 2,51 für eine signierte Platte. Da bewegen wir uns allerdings auch schon im Jahre 2021. Signierte wurden tatsächlich noch nicht so viele verkauft. Deswegen mit meinen geschätzten 300 Euro, glaube ich, liege ich da gar nicht so schlecht, zumal aktuelle Verkaufsangebote deutlich höher sind. Ja, kommen wir zur nächsten Scheibe. Und das ist die Necronomicon Tipps zum Selbstmord, die First Press aus dem Jahre 72. Da kam die Anmerkung, wie kannst du diese Platte denn so hoch ansetzen? 1,5 ist ja völlig irrsinnig. Mit dem Hinweis, dass die am Anfang oder zumindest bei Discogs ja für einen Schleuderwert verkauft wurde, ja, richtig, da beziehen wir uns auf die Jahre 2010 bis 2014 und da weise ich nochmal darauf hin, wissen wir, ob der Verkäufer da wirklich die First Press angeboten hat. Ich bezweifle es, kann es aber jetzt hier auch nicht widerlegen, also gehen wir mal davon aus, das war so. Dann wurde sie tatsächlich mal zu einem Höchstpreis von 1,8 verkauft.
Und dann kam die Anmerkung, ja, und zuletzt ist die ja für 350 weggegangen. Ja, das ist sie tatsächlich. Aber dann bitte, dann liest doch auch den Text darunter. Und zwar schreibt der Verkäufer hier, dass das Cover der Platte, falls ihr das Cover nicht kennt, das Cover kann man ausklappen zu einem Kreuz. Das ist das Besondere an diesem Cover. Und hier im Text auf englischer Sprache steht halt, dass der untere Teil dieses Covers, also der untere Teil des Kreuzes, abgerissen ist und die Vorderseite mit einem roten Stift bemalt ist. Ja, machen wir uns mal nichts vor. Eine Scheibe, wo das Cover völlig zertrümmert ist, die hat nun mal keinen hohen Wert. Da sind 350 Euro, ja, eigentlich noch ganz okay. Da hat man vielleicht noch Glück gehabt, die zu diesem Preis zu verkaufen. Gut, aber das ist ja auch nur die Verkaufsstatistik von Discogs. Dann gucken wir uns das Ganze nochmal bei PopSyc an. So, und da sehen wir dann aber auch schon andere Zahlen. Da sehen wir nicht nur einen Verkauf zu einem hohen Preis, sondern wie du hier siehst, 2,355, 2,5, 2,2. Dann geht es ein bisschen abwärts, aber wie du auch siehst, wir bewegen uns dann von den Jahren her auch abwärts. Heißt also, der Wert dieser Platte mit 1,5 ist, glaube ich, schon okay angesetzt. Wie gesagt, ich will mich hier nicht rechtfertigen, ich muss mich nur rechtfertigen. Ich möchte einfach nur darauf hinweisen, bitte, bitte nicht nur bei Discogs bleiben. Guck zum Beispiel auch bei PopSyc nach und auch hier der Hinweis, wenn du die aktuell kaufen möchtest, liegt die, glaube ich, bei 4.000 und irgendwo bei Discogs im Angebot. Das nur mal als Anmerkung zu dem Kommentar, was die Platte von Necronomicon betrifft. Ja, und last but not least, wen haben wir noch über? Genau, die Toten Hosen und die Toten Hosen Box. Ja, und das ist so ein Klassiker, den ich hier zeigen kann. Wie ihr seht, oder am Anfang wurde die irgendwann mal für 600 Euro verkauft. 2013, mag sein, ist so. Dann ist der Preis nach oben geschossen. Ja, und hier findest du plötzlich ganz, ganz viele Einträge von Platten im Bereich, also von, dass die Box angeblich für 100, 165, 139 und so weiter verkauft wurde. Wenn man sich dann allerdings hier unten anguckt, warum das so ist, ja, da ist irgendjemand hingegangen und hat einzelne Platten aus der Box verkauft. Das heißt also, er hat diese Historie der Box natürlich völlig zerstört. Wenn du dir jetzt die Preise anguckst, niedrigster Preis 50,55 €, durchschnittlich wird die Box hier angegeben mit 150,82 €. Und da auch nochmal mein Hinweis an die Discogs, ja, Jünger. Jetzt stell dir vor, du hast die Box zu Hause stehen, da kommt einer vorbei, sieht die und sagt, hui, die Box, Mensch, klasse, gebe ich dir 800 Euro für. Jetzt guckst du bei Discogs rein und sagst, puh, 150 durchschnittlicher Preis, da habe ich ja ein richtig geiles Geschäft gemacht. Nein, hast du nicht, du verschenkst bares Geld. Weil, und dann gehen wir jetzt auch nach PopSyc rüber. So, die Box, und das so habe ich es auch in meinem Beitrag erwähnt, Ende letzten Jahres weggegangen für 2.400 Euro mit Preisvorschlag. Also den genauen Preis kennen wir nicht, aber definitiv für 2.700 Euro im Mai 2022. Das heißt also, wenn du die beiden Verkaufshistorien gegenüberstellst, ja, du musst einfach die Preise mischen. Du musst dir wirklich ein Bild vom gesamten Markt machen und dann weißt du ungefähr, welchen Wert hat meine Platte, beziehungsweise wenn du an dieser Box interessiert bist, was muss ich aktuell wirklich dafür ausgeben, wo ungefähr liegt der Preis. Und wie gesagt, es ist in meinen Augen völlig unmöglich, einen präzisen Wert eines Albums, einer Box oder auch was zu ermitteln. Ich wollte einfach nur mal kurz zeigen, welche Möglichkeiten es außerhalb von Discogs gibt, sich über Preise zu informieren. Ja, und wir sind schon wieder am Ende des Videos angelangt. Also, ich hoffe, mein Beitrag war halbwegs verständlich. Wie gesagt, keine Pauschalkritik an Discogs, um Gottes Namen, eine tolle Datenbank. Wie gesagt, ich betrachte meine Plattensammlung auch nicht als Kontoauszug. Also ich gucke jetzt nicht irgendwo rein und sage, hey, super, da habe ich jetzt irgendwie x-tausend Euro rumliegen. Darum geht es mir gar nicht. Es geht mir einfach nur darum, wenn ihr Platten kaufen wollt oder verkaufen wollt, wie auch immer, guckt euch mehrere Plattformen an. Mischt die Werte, beobachtet den Markt und ja, das ist eigentlich das Einzige, was ich mit diesem Video vermitteln wollte. Ich weiß, bei Discogs spalten sich die Lager, das habe ich schon in diversen Foren auch festgestellt. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar, ich bin sehr gespannt, wie ihr zu dem Thema steht. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch und ein Abo. Wenn es euch nicht gefallen hat, gerne auch einen Daumen runter. Wie gesagt, ich freue mich auf eine Diskussion mit euch. Ja, habt ein schönes Osterfest, bis zum nächsten Mal. Ciao.